Also ich habe dir ja versprochen, darf ich du sagen, ja? Dass ich dir den Lösungsweg der Professoren vorstellen wollte. Wie, also erstmal, wie generiert man ein Wirtschaftswunder? Ich nehme jetzt aus 20 Reformen, die die Professoren entwickelt haben, eine raus. Eine von 20. Und die bringt uns 70 Milliarden pro Jahr. Der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, sagt, durch eine gekonnte Reform können wir jedes Jahr 70 Milliarden plus machen. Und davon könnte man zum Beispiel 50 Milliarden jedes Jahr ins Klima stecken, dann hätten wir sehr schnell was erreicht. Ja? So, aber wie erzeugt man jetzt eine richtige Gesundheitsreform? Wie erzeugt man 70 Milliarden pro Jahr? Stell dir vor, da wäre jetzt meine Hausarztpraxis, ja? Mein Hausarzt. Der würde mir in Zukunft spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen oder Alkohol und Zigaretten, so eine Art kostenlosen Health Club anbieten, so ein Gesundheitsclub, Lifestyle Club, ja? Mit Fitnessgeräten, aber auch mit Gesundheitssportarten und mit allem, ja? Und ich gehe da gerne hin, weil man dort neue Leute kennenlernt, nette Mädchen kennenlernt, nette Frauen kennenlernt und so weiter. Und es entsteht sowas wie so eine Clubgemeinde, ja? Und alles kostenlos, weil ich ja krankenversichert bin. Deine Eltern zahlen für dich oder du zahlst selber Krankenkasse, ja? Und der Arzt kriegt dann, wenn ich nicht krank werde, kriegt er für jeden Monat, den ich nicht krank werde, Honorar ausgeschüttet. Wenn ich krank werde, kriegt er etwas weniger. Wenn jemand schwer chronisch krank ist und er schafft es durch seine Maßnahmen, dass die Leute etwas weniger Medikamente brauchen, kriegt er wieder Geld ausgeschüttet, ja? Jedes Mal verdient er, wenn er Gesundheit gefördert hat. Dadurch schrumpfen die Krankheitskosten in Deutschland runter um 70 Milliarden und davon entschädigen wir die Pharmaindustrie und so weiter und tun dann zum Beispiel 50 Milliarden jedes Jahr die ersten Jahre ins Klima und schon kommen wir voran. Und das ist nur eine von 20 Reformen. Wie klingt für dich, du hörst ja heute zum allerersten Mal von diesem neuen Lösungsmodell, wie klingt das für dich? Das klingt für mich erstmal sehr gut, weil es ist ja eine Menge Geld, die dann in den Klimaschutz investiert wird. Und wie gefällt dir der Gedanke, dass der Arzt nicht mehr daran interessiert ist, so viele Tabletten wie möglich zu verkaufen, sondern so viel Gesundheit zu fördern und so viel Krankheit zu verhindern, wie möglich ist? Die Idee finde ich sehr gut. Ja. Weil es ja quasi, der Arzt wird endlich dafür belohnt, dass er mein Freund wird und mir Tipps gibt, für wie ich gesünder leben kann und länger leben kann. Ja, es ist ja besser, als die ganze Zeit irgendwelche Tabletten zu schlucken und die dann teilweise nicht mehr irgendwie was wirken. Genau, das ist das Problem. Und stell dir vor, jetzt stände hier diese weltberühmte Greta Thunberg. Sie kennst sie, Greta Thunberg? Ja. Sie stände hier und hier stände Frau Merkel. Und um mich rum 30 Journalisten, denn die kommen alle, wenn Greta da ist. Und wenn Merkel da ist, kommen noch mehr. Ja? Und jetzt stell dir vor, Greta würde nur einen Satz sagen. Wir müssen über den Ansatz der zweiten Scientists for Future diskutieren weltweit, weil die uns ja quasi den Klimawirtschaftswunderplan anbieten, ja? Und ob der gut ist, und lasst uns das in jeder Talkshow der Welt diskutieren, ob das der Weg ist, denn ich möchte, dass Deutschland das schafft, ein Wirtschaftswunder und die Klimaziele erreicht und dann Indien, China und USA das nachahmen. Kannst du dir vorstellen, dass das funktionieren könnte? Ja, also wenn sich die Länder dazu erklären, dass sie das machen würden, dann ja. Also. Ja, vor allem die Journalisten, denn die Journalisten entscheiden ja darüber, wen sie in eine Talkshow einladen und wen nicht. Ne? Und das heißt also konkret, würde es bedeuten, und woran hängt es? Hast du eine Vermutung? Wenn du das jetzt gerade hörst, Antikapitalista und so weiter, kannst du dir vorstellen, warum es noch nicht zu einer Verständigung gekommen ist zwischen der Bundesministerin, der AD, und den Professoren und den jungen Leuten von Fridays for Future of Köln? Kannst du dir vorstellen, woran das liegen könnte, dass es noch keine richtigen, intensiven Verbindungen, es gab schon Gespräche, aber noch keine richtige Verbindung, warum es die noch nicht gibt? Hast du irgendeine Idee? Vielleicht daran, dass sie so ein bisschen aneinander vorbeireden. Und warum? Weil die jungen Leute träumen, ich habe mit vielen gesprochen, die sind so revolutionär gestimmt, dass die ein junger Mann hat mir gesagt, ich träume von einer Revolution wie in Kuba
Und ich glaube auch, dass wir das schaffen werden. Deswegen brauchen wir eure 900 Milliarden fürs Klima, brauchen wir nicht. Das hat er mir wirklich so ähnlich gesagt, also in dem Tenor gesagt. Und das ist das Problem. Wir haben zu viel Ende Gelände, wir haben zu viel Extinction Rebellion. Das sind so straftatenbereite Organisationen, ja, die vom Verfassungsschutz kritisch gesehen werden. Wir haben mittlerweile sehr radikale, die eigentlich am liebsten eine Revolution machen wollten. Und das, was ich dir eben geschildert habe, sind ja eigentlich nur revolutionäre Reformen. Ist aber keine Revolution. Ja? Bei uns geht alles friedlich zu, sanft. Wir entschädigen auch alle Beteiligten. Und daran hängt es. Ja? Kannst du dir das vorstellen, dass es daran liegt? Ja, klar. Du hast ja auch einige der Reden vielleicht gehört, wie aggressiv die formuliert sind. Ja. Und das ist eben das Dilemma. Mit Aggression, wenn ich jemanden eine in die Fresse haue, dann kriege ich mit ihm keine Lösung mehr hin. Ja? Und deswegen neigen wir zum Frieden. Wir sagen, sanfter Weg. Ja? Gut, dann werde ich dir gleich sagen, wo du alles im Internet findest. Und ich kann dich nur bitten, mach es bekannt bei deinen Freunden. Es gibt also einen sanften, friedlichen, gewaltfreien, revolutionären Reformenweg ohne Revolution. Ja, und das ist der Weg der zweiten Sciences for Future. Ja, das wäre meine Bitte an dich, das bekannt zu machen. Ja. Ja. Internet vielleicht teilen bei Facebook oder so, ja? Einfach mal teilen. Okay.